Willkommen zu einer weiteren brandneuen Folge von dem Spiel Train Mechanic Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ihr merkt schon, jeden Tag kommt jetzt möglichst eine Folge raus, weil ich einfach Bock habe und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Also ich finde das Spiel richtig, richtig cool. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, sonst würde ich das Spiel nicht spielen, genauso wie viele andere Spiele nicht. Aber ich würde sagen, lasst uns mal einen weiteren Auftrag annehmen hier in unserer Elektro-Lokomotiv-Werkstatt. Auftrag Nummer 9. Uns ist bekannt, dass eine Lokomotive in der Nähe des Gebirgspasses zu einem Kurzschluss im Traktionsnetz führt, okay? Schleppe sie zur Werkstatt ab und führe notwendige Reparaturen durch. Okay, $1,500 Einkommen und Bonus nochmal $1,500. Das heißt, heute wieder ein Außeneinsatz. Das ist cool. Das ist cool. Und dann würde ich sagen, Garage verlassen. Jo, machen wir. Ab in Ladebildschirm und ab in den Zug rein. Dann bin ich mal gespannt, was da so geht. Oh. Okay. Finde die defekte Lokomotive am Gebirgspass. Alles klar. Gebirge, Gebirge, Gebirgspass. Okay, wo fahren wir da am besten her? Das ist die Frage. Ich würde sagen... Okay, wir fahren erstmal einfach los. Natürlich. Eins. Zwei. So. Fahren wir erstmal hier rum. Ganz normal. Schauen immer wieder auf Karte, ganz wichtig, Leute. So, da müssen wir da rum. Und dann... Großseen Ost, da müssen wir immer da, genau. Das sieht auch gut aus. So, dann schauen wir mal, wo die Lokomotive steht. Und ob sie auf Gleisen überhaupt steht, ist die Frage nicht. Aber ich denke mal, da scheint nur was von abschleppen. Ja, man weiß nicht. Lass uns mal überraschen. Wir hoffen das Beste. So. Mal hier nochmal schauen, ob wir irgendwo, genau, Gebirgspass Ost vielleicht noch. Gebirgspass Ost. Das können wir erstmal so lassen. Gebirgspass Ost, da. Das ist richtig. Ach, guck mal, da steht ja schon was. Ja, schnell. Na komm, dann machen wir wieder Rückwärtsgang rein, dann geht's zurück. Ja, das ist gut. Das ist gut. Als ich am Anfang gespielt habe, das Spiel, da hatte ich auch Probleme, erstmal zurechtzufinden, okay, ich muss jetzt hier Weichen stellen, wie geht das überhaupt? Hab's dann aber schnell rausgefunden, hab dann kurz trainiert, alles gut. Muss sagen, läuft. Also man muss wirklich immer wieder auf die Karte schauen und Weichen richtig einstellen, sonst, ja, macht's kein Spaß, man fährt vorbei oder was auch immer. Also, da muss man schon aufpassen. So, man kann ja auch drin sein, ne? Das kennt er ja schon. So. Genau. Elektro-Lokomotive, Betriebsgelände, ja. Es gibt, Moment. Genau, einmal da, Nord und einmal normal hier, keine Ahnung. Naja, passt schon. Passt schon. Wunderbar. Ändert sich die Musik wieder. Cool. So läuft es doch. Ich bin echt gespannt, wann wir wieder in der Werkstatt wechseln und ob wir das überhaupt noch machen werden. Und wir wollen ja aufrüsten. Unsere Werkstatt, genau. So, bremsen, 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 langsam reinfahren und reparieren. So, ich glaube, es wird eine lange Liste. Ich habe so im Gefühl. So, dann schauen wir doch mal. Okay, wahrscheinlich ist ein beschädigtes Element der Energieversorgung des Antriebs dafür verantwortlich. Einkommen für die Aufgabe $250. Auch die... Okay, wieder Stromabnehmer, okay. Und Sicherung. Okay, dann schauen wir noch mal, was hier so geht. Gut, erstmal CV.
Hier gehen wir mal ran. Da hab, ich meine, ich habe da schon was gesehen. Obwohl, ne? Okay, doch nicht. Sieht erstmal... erstmal, würde ich sagen, ganz in Ordnung aus. Ich hoffe, das ist die richtige Stelle hier. Hier würde ich sagen, ist das in Ordnung? Das will ich ganz gerne untersuchen. Diagnostik, genau. Das sieht auch gut aus. Dann lass es mal hinlegen. Vielleicht finden wir da was. Ist er denn? Scheint gar nicht zu sein. Kann auch sein, dass er es falsch verstanden hat. Ich schaue nochmal eben nach. Okay, Energieversorgung. Das, okay, das heißt, ja, dann wird das vielleicht das sein. Genau. Und da hinten das. Da gehe ich jetzt mal einfach von aus. Schauen wir mal eben. Ja, das waren sie. Traktionskonverter. Okay. Bauen wir das aus, würde ich sagen. Ganz flott. Und das bauen wir aus. Auch aus. Dann die... dieses Dachgedöns, ne? Die Abnehmer. Die... wie heißt das denn jetzt? Ach, bin schon wieder auf Motor. So. Stromabnehmer. So. Ja, das sieht doch nicht gut aus. Dann machen wir da auch mal eben... ja, eigentlich Diagnostik. Ich kann es ja direkt demontieren, ne? Machen wir das eben. Dann machen wir das doch eben so. Genau, müssen wir das wieder abnehmen. Das daneben auch. Ach, erstmal wieder hier das hier, ne? Oh, hallo? Moment. Was habe ich jetzt hier? Was ist denn jetzt hier los? Ja, erst das hier, ne? Ja. Habe ich dann eben drauf geklickt? Ja, und dann das hier, ne? Ja, gut, jetzt aber. Dann müssen wir das auch noch eben mitnehmen. Gut, dahin ist aber auch rostig. Seht das schon, Mensch. Kehr. Ich sag's euch, ihr pflegt eure Sachen nicht. Ihr pflegt sie einfach nicht. Oder ist das einfach Verschleiß? Ach, immer wieder. So, jetzt aber. Naja. Müssen wir da wieder irgendwie hinkommen. So. Und dann so. Das andere sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann war noch irgendwas von der Steuerung kaputt, ne? Kann ich das hier auch? Geht nicht wahrscheinlich, ne? Ne. Da müssen wir einmal hier Motor gehen und dann gehen wir einmal dahin, zoomen ran, so. Da muss ich einmal auf Diagnostik gehen, genau. Oh, da sind einige kaputt, ui. Da sind einige kaputt. Können wir eigentlich direkt ausbauen, ganz ehrlich. Das sehen wir ja. So, dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Dann geht's jetzt los, so. Oh, hallo. Gut, dann fangen wir hier an. Okay, haben sogar Geld dabei gehabt. Okay, dann machen wir hier weiter. So. Ah, okay, da geht's nämlich schon los. Nein. Sicherung 10. Au, ne. Alter, was ist denn jetzt hier los? Okay, das können wir reparieren. 15%. Nein. Nein. Oh Gott, dann müssen wir erstmal bestellen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Traktionskonverter. So. Zweimal, ne? Genau. Dann gehen wir mal hin, eben. Dann Sicherung 10. Sicherung 10 zweimal, okay. Sicherung 10. Ah, hier so. Zweimal. Okay. Dann. Sicherung 5. Sicherung 5 und Sicherung 20. Okay. Das kriegen wir auch hin. Sicherung 5 und Sicherung 20. Dann wird... ja, dann warten wir nochmal eben. Dann müsste das hier... hier müsste das gewesen sein, ne?
Genau. Und dann schauen wir noch mal hier. Das gibt's doch gar nicht. Stromabnehmer ist auch defekt. Was können wir machen? Ich meine, der war jetzt auch nicht so, aber machen wir einfach mal. Komm, wir reparieren das trotzdem einfach. Wir sind mal heute echt nett zu den Kunden. Eigentlich sind wir immer nett, aber komm, dann lassen wir das 100%. Das können wir machen. Nicht, dass wir nachher noch... oder nicht, dass der Kunde das nicht zahlen will. Ja, weil wir was natürlich nur zum Service gemacht haben. Vielleicht möchte er es aber auch nicht. So. Strom... Okay, auch nicht, oder? Nee. Das geht. Das geht. Also, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen, dass wir neu kaufen. Zweimal Stromabnehmer Gleitstück. Okay, nochmal. Okay. Stromabnehmer. Und Stromabnehmer 4 war das, ne? Oder Rohr 1? Oh Gott. Rohr 4. Nee, Quatsch, was laber ich denn jetzt? Das hatte, das war noch, das sieht noch gut aus. Ne, das war's. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir immer. Ach, jetzt kommen wir, jetzt hören wir aber auf, oder? Das wäre es natürlich jetzt noch. Ich hoffe, das ist jetzt noch da drin. Motorteil. Ah, gut, da ist drin. Okay. Dann bestellen wir das mal. Dann gehen wir hier hin. Dann bestellen wir das da auch. So, gehen wir mal eben auf I. Und dann verkaufen wir das schon mal. So, müssen wir einiges verkaufen. Ja. Wenn müssen wir zur Not nochmal nachkaufen. Also wenn wir jetzt so... zu viel was verkauft haben. Aber bisher sieht es ja eigentlich ganz gut aus. So. Diese Wanne. Ah doch, haben wir. Montage. Ja, genau. Das passte. Oh, wir müssen einmal. Ja, danke. Wunderbar. Das haben wir. Und dann einmal kurz verlassen und müssen jetzt wieder nach oben zum Dach. Zum Dach. Da, gut, zum Dach. Ach, diese Kamera, das geht mir mal. Das geht mir auf den... Ja. Ja. Weiter geht's. So. Die Feder war drin. Ja, scheint so. Ne, die Feder ist nicht drin. Doch. Jetzt ist sie drin, Mensch. Jetzt ist sie drin. Schon komplex aufgebaut. Kann man so sagen. Gut, dann war es das hier. Gehen wir mal eben rüber. Ah, da haben wir da was. Jawohl. So. Einmal reparieren, bitte. So. Und dann schauen wir mal eben, ob alles in Ordnung ist. Nee, noch nicht ganz. Aha, wir haben was nicht gefunden. Ach, bei den, ach Quatsch, hier bei den Sicherungen. Die Sicherung haben wir da noch gar nicht eingebaut. Aha, wer hat dran gedacht, Leute? Wer hat dran gedacht? Jetzt in die Kommentare schreiben. So, dann bauen wir eben ein. Dass es hier passt. Jetzt aber, Moment. So. Auftrag beenden. Och, Prämie für niedrige Kosten? Ja, okay. Ja. Ja, okay. $500 Gewinn. Ja. Oh. Nein, Moment. Was? Irgendwas ist, passt hier noch nicht. Moment. Sicherung. Moment. Sind da noch mehr Sicherung kaputt? Sind da noch mehr Sicherung? Diagnostikmodus. Schauen wir doch mal einfach.
Normalerweise. Doch, tatsächlich. Wow, okay. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Demontieren wir das doch mal eben. So, jetzt müssen wir aber alles gefunden haben. Ja, genau. 5, 5, 25. Okay, dann schauen wir mal eben nach. Das schauen wir doch mal eben nach hier. Aber ich denke mal, die können wir auch nicht reparieren. Ah, die können wir. Die 25er können wir, aber die 5er wahrscheinlich wieder nicht. Nee. Also das heißt, wir kaufen 2x5. Okay. Genau. 2x5. So. Ja, dann können wir das andere verkaufen, genau. Gut, dann bauen wir das Flott noch ein. Dann haben wir es aber echt geschafft. So. Montagemodus, jawohl. So. Oh, das war schon eine komplexe Arbeit, aber das haben wir doch ganz gut gemeistert, fand ich. So. So, jetzt steht da auch Prämie für niedrige Kosten. $1500 von 1500. Gut. Ah, $3000 Gewinn. Sehr gut. So, Auftrag beenden. Das war doch ein schönes Ding. Also, ja, kann man mit zufrieden sein. Auf jeden Fall. Mussten halt nochmal eben nachschauen, wo sich noch ein Fehler versteckt hatte. Oder ein defektes Teil. Na, jetzt, komm. Jetzt wollen wir es aber wissen. Jetzt wollen wir aber hier Werkstatt aufrüsten. Beziehungsweise erstmal Schrauber. So. Verbessern. Komplett aufgerüstet. Das liest man noch gerne. Gut. Wie schnell wir schrauben können, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Hier im Spiel Train Mechanic Simulator 2017. Ich gehe immer an dieser Stelle so. Beende das oder starte es. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt woanders hin. Wo kann ich hingehen? Wo kann ich hingehen? Vielleicht hier mal so. Ja, ne? Würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist aber... Ah, doch. Ich dachte erst, ist nicht deutlich, aber... Aha. Sogar das läuft. Respekt. Und die Tastatur? Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. So. Gut. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.